Hallo aus dem Alpenzoo Innsbruck. Wir schauen uns mal an, was es hier alles zu erleben gibt. Also der Alpenzoo, anders als vielleicht andere Zoos, beschäftigt sich hauptsächlich mit hier heimischen Arten, also in den Alpen und welche, die früher hier gelebt haben. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dementsprechend gibt es da natürlich auch keine größeren Tiere wie Elefanten oder Tiger, aber Bären zum Beispiel. Passenderweise ist das auch direkt in den Bergen gelegen, sodass man hier schon ein paar Höhenmeter überwinden muss, ein paar Gelände. Das ist übrigens unser erster Zoopark-Check. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob ihr sowas häufiger sehen wollt. Und ja, jetzt viel Spaß weiterhin.
Wir sind jetzt durch mit unserem Rundgang durch den Alpenzoo Innsbruck Tirol. Das ist ein kleiner, aber feiner Zoo. Mit dem das schöne alpenländische Thema hier umgesetzt, aber trotzdem eine große Artenvielfalt über Reptilien, Insekten, Säugetiere, Fische, alles Mögliche ist vertreten. Dadurch ist trotzdem auf jeden Fall eine große Abwechslung gegeben. Die Tiergehege wirken auch eigentlich recht ansprechend groß, viel Vegetation zu sehen, und deshalb hat uns der Zoobesuch gut gefallen. Man braucht so etwa 2 bis 3 Stunden für den Zoo, um sich alles anzuschauen, ganz entspannt. Ja, und dann kann man hier, denke ich mal, einen schönen Vormittag oder Nachmittag verbringen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommis und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.